Hoppli da, hoppli die, willkommen zurück zu Minecraft. Hier ist der Creeper-Angriff Deluxe. Bis gleich. So, jetzt kann ich dem Creeper aber auch gar nicht entweichen, deswegen werde ich jetzt hier richtig abgehen und... das tut mir aber leid für dich. Oh, wie schade. Das ist richtig schade. Unglaublich schade, das Ganze hier. So, da ist ein Schäfchen und dann können wir an unsere ursprüngliche Idee anknüpfen. Und das ist jetzt tatsächlich die 4. Folge in einer Reihe. Unglaublich, oder? Das bedeutet, ich habe, ja, das ist die 4. Folge und ich habe immer, also das ist besonders cool für euch, weil dann kann ich so viel Minecraft produzieren, dass ich, mit einem Schlag voll viel raushauen kann, ohne dass ihr warten müsst. Doof ist aber, dass ich jetzt immer noch nicht auf die Kommentare eingehen kann, die ihr in den letzten 3 Episoden geschrieben habt. Und das ist eigentlich richtig scheiße. Weil das ist ja ein Community-getriebenes Ding und deswegen, könnt ihr natürlich, nicht so viel... teilhaben, noch nicht. Aber ich denke, das wird erstmal die letzte Folge für die Session sein. Und hören mal, kann ich euch hier jetzt hier schon mal was in die Hand drücken? Warte mal, ich kann doch bestimmt Dirt wegschmeißen. Das braucht niemand. Niemand braucht Dirt. So, Hühnchen. Nix. War ja klar. Habt ihr noch mehr gelegt? Da hinten ist noch eins. Blub. Schmeiß. Nix. Ich habe aber auch ein Pech hier. Ich sollte kein Lotto spielen heute. So, Liebe. Wachsen, Liebe. Je mehr Hühnchen man hat, desto mehr bekommt man. Das ist cool. Und du? Was machst du da? Meine tolle Ecke, die hier nutzt keiner, ne? Also ihr seid da schamlos. Ihr treibt an Ort und Stelle. Na denn, dann ist das halt so. Oh, Liebe. Oh, wie toll. Puff. Lasst euch mal in Ruhe da. Und ja. Ich verstehe schon. Oh, das hier kann weg und das hier kann weg. Und was habe ich gerade weggeschmissen? Ich habe meinen Eimer weggeschmissen. Natürlich habe ich meinen Eimer weggeschmissen und alles wieder aufgenommen, was ich weggeschmissen habe. Weil ich es einfach so unfassbar drauf habe. So, also hoch. Jetzt hier zu unserem nächsten coolen... Ich baue noch ein paar Zäune. Ich habe nur noch 5 Stück. Könnte knapp werden hier mit dem ganzen Kram. So, hier ist also nochmal der Durchgang. Genau, und da wollte ich die Treppe bauen. Und da konnte ich die Tür ja... Genau, wenn ich es also schaffe, dass man hier nicht hochkommt, also nicht von da oben hier runterklettern kann, dann kann man hier ja eigentlich nicht hin. Und dann brauche ich da auch gar keine Tür hinbauen. Das ist eine Logik, ne? So, irgendwie ist der Creeper vorhin ja reingekommen. Das bedeutet, wir haben noch Lücken in unserem Security-System. Aber da kommen wir schon mit klar. Wenn ich noch mehr Holz brauche, müsste ich eigentlich mal runtergehen. Da gibt es ja noch ganz viel in der Mine. Oh Gott, ich habe hier fast gar nichts mehr. Ja, ich brauche Eichen, Holz, Dinger, Bums, da Bums, die Bi. Immer hiermit. Die Frage ist, wie mache ich denn eigentlich noch... Ich weiß, wie ich komplizierte Türen baue, aber ich weiß nicht, wie ich... Erstmal mache ich was zu futtern. Erstmal mache ich was zu futtern. So. Zack. Und hier nochmal. Dann haben wir das Problem auch erstmal wieder beseitigt. Körnchen nehme ich mit, damit ich bei jedes Mal vorbeigehen auch mal... Halt, hier kann ich Schwarzpulver abliefern. Oh, da kann ich mir schon ein paar Dynamit-Packages machen. Vielleicht sollte ich das mal testen, hätte ich auch Bock drauf. So ein Loch graben, Package rein und Beine in die Hand nehmen. Bestimmt cool, wenn das Ding so voll krass in die Luft fliegt. Warum eigentlich nicht? Oh, hier habe ich auch genug noch dabei. Ein Ei habe ich auch, das kann ich dann hinschmeißen. Es läuft bei uns, Leute. Man muss zugeben, es läuft bei uns. So. Und so. Supidupi. Da wollte ich eigentlich so eine Aussichtsplattform hier rechts hinbauen. Aber hey, warum eine Aussichtsplattform? Man kann doch hier auch noch ein neues Gehege bauen. Industrial Ben. Wir expandieren. So. Ist die Frage, was brauchen Schafe? Schafe brauchen irgendwas Bestimmtes. So, vielleicht sollte ich auch gleich mal eine Tür bauen, ne? Komische Geräusche macht er schon mal, aber nichts Gescheites beim Bauen. Also, experimentieren wir. Das hier ist vielleicht ein Zaun, oder? Das ist schon mal natürlich kein Zaun, das weiß ich. So, das ist ein Zauntor.
Davon kann ich auch schon mal 3 mitnehmen. So, und wie mache ich da jetzt? Vielleicht nur mit Stöcken? Nein. Mit Stöcken und Dings da, Bums da? Nein. Mit so hier? Nein. Nein. Das ist eine Leiter. Ich nix wissen, wie er geht. Da, ja. Puh. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke gerade, wie es Schwein ins Uhrwerk. Das ist ja ein bisschen doof, muss ich sagen. Ja, das. Ja, wie sieht denn so ein Zaun aus? Ja, eigentlich so hier, ne? Ja, eigentlich irgendwie so. Oder so. Eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht genau andersrum. So. Und. So. Und dann in der Mitte vielleicht ein Stock? Nein, nein. Und beides. Zaun! Boah! Mann, man muss aber auch mal Glück haben im Leben. Einfach mal so durch, naja, gesunden Menschenverstand würde ich das jetzt nicht nennen, aber irgendwie hat es doch geklappt. Finde ich cool. So. So, ja, dann teilen wir den dann noch auf. Ja. Irgendwie muss das reichen. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal diese Eichen. Bäume zu finden, weil ich nicht genau weiß, wo ich die finden soll. Die alten Haudegen. So, ein Zäunchen. Würde ich sagen, ja, okay. So, jetzt habe ich mein Gehirn geordnet. Ernsthaft? Ich habe sowas von meinem Gehirn nicht geordnet. Warte mal, so. Gott, ey, das muss so dämlich von außen aussehen. Unglaublich. Also, Zaun. Das brauche ich denn hier nicht. Das Ei kann ich jetzt. Ach Gott, ich will so viel machen. Da. So. Ich will so viel machen, dass ich einfach immer nichts wirklich hinbekomme. So. Oh, ich bin so dämlich. Ich bin so. So. So, okay. Da kommt jetzt ein normaler Zaun hin und dann sind alle glücklich. Oh, shit. Da kommt dann doch kein normaler Zaun hin, aber so, jetzt sind alle glücklich. Das hier gefällt mir auch nicht. Ja, ich weiß, ich sollte mir Ordnung hinbringen. Ich bin einfach nicht der Typ, der es schafft, hier seine Ordnung hier. Weiß auch nicht. Bin ich einfach nicht. Ich geh jetzt erstmal pennen. Ist hier was gespawnt? Nope. Nicht, dass ich morgens aufwache und bin tot. Das wäre ja mal gar nicht gut. Das kann ich ja auch gar nicht gebrauchen. Blum, 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 blum. Ich brauche mehr Bilder. Ich brauche mehr coole, tolle Sachen. Genau, hier könnte meine Treppe hochführen. Warum eigentlich nicht? Lag. Treppe hier Sinn macht? Warte mal, hier macht sie, glaube ich, Sinn. Ne? Ja. So, dann kommt da eine Tür hin. So. Und jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, was ich dann da hinsetze. Ja. Das ist die Frage. Von unten sieht das dann so kacke aus und von unten sieht das dann so kacke aus. Machen wir einfach so hier. Dann ist das halt so. Ja. Ich glaube, das ist die beste Alternative. Jetzt kommen wir da natürlich nicht mehr hoch. Weil wir unsere Treppe da hinsetzen wollten. So. Ja, ich. Ich bin nur am Meckern und nur am Jammern, weil das, was ich tue, manchmal einfach nur richtig schlecht und räudig ist. So, und dann gehe ich. Was machen wir denn hier mit der Treppe? Wir. Ja. Dann machen wir den hier so und dann den hier. Und dann. Ja, ich finde, das geht eigentlich, ne? Damit kann man leben. Dann sieht das schon, wir entwickeln uns hier weiter, weißt du? Das wird schon richtig ganz praktisch. Dann kommen wir dann auch hier schön hoch, gefällt mir. Muss natürlich schauen, dass das hier auch mit dem. Das hier, der Dirt sieht halt total kacke aus, ne? Das ist richtig. Deswegen machen wir da irgendwas anderes hin. Weiße Wolle.
ein wunderschönes Paket weiße Wolle, ja, aber ich will jetzt auch nicht wieder. Da kommt dann halt irgendwas hin. Da muss ich mir noch was überlegen. Irgendwas überlege ich mir da noch. Da müsste ich mir nur noch was überlegen. Für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt. Genau. Da müsste ich mir noch was überlegen. Ich könnte euch noch ein bisschen füttern, die Eier einsammeln. Ja, hier kann ich noch ein bisschen weiter, das Ganze weiter treiben. So. Dann kommt. Ja, genau. So kommt das dann. Hacke ich ja weg. So, und dann kommt eine Stütze darunter. Ach Mann, warum gerade so? So will ich das. Okay. So, die Zäunchen da lang und würde ich sagen, ich brauche noch ein bisschen Dirt, genau. Dann verbreitern wir das Plateau ein bisschen, damit unsere Tiere ein bisschen mehr Platz haben. So viel sollten wir unseren Tieren schon, sollten uns unsere Tiere schon wert sein. Hier. Machen wir noch ein schönes Dirt-Haus hier hin, einfach weil Dirt toll ist. Nein, machen wir natürlich nicht. Machen wir natürlich nicht. So. Ich brauche mehr Dirt. Ich ein bisschen schön großes. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, die brauchen Karotten oder sowas, ne? Was brauchen Karnickel? Karnickel brauchen wahrscheinlich Karotten, aber was brauchen Schafe? Das habt ihr mir garantiert in die Kommentare geschrieben. Aber dadurch, dass ich es halt immer noch nicht mitbekommen habe, klar, habe ich es halt auch noch nicht mitbekommen. Weil ich bin halt ich und da. Müsste ich mal gucken. Jedenfalls wird hier ein Stall für Tierart X. Irgendeine beliebige Tierart, die man hier einfügen kann. So. Habe ich noch eine Tür übrig? Ja, tatsächlich. Eine gute Tür. Ich brauche auf jeden Fall noch eine. Ey, warum mache ich so einen Müll? Und ich komme natürlich nicht drüber springen, ganz klar. So. Ich habe nämlich überlegt, wie groß mache ich den ganzen Müll hier eigentlich? Ist die Frage, aber ich denke, das ist eine gute, souveräne Größe. Und dann haben wir das hier auch alles an einem Stückchen. So, ne? Ja, läuft. Ich muss mal schauen, dass ich das mit dem Trinken regel. Hier auf jeden Fall baue ich mir eine kleine Gangway. Eine Treppe. Wahrscheinlich vielleicht sogar jetzt hier wieder in dem Format. Das habe ich hier nämlich noch nicht. Eigentlich müsste ich das jetzt hier so machen, genau. Brauche ich auf jeden Fall ein paar Steine. Ich muss mal schauen, wie ich das am besten hinkriege. Hol ich jetzt erstmal. Ich wollte nämlich noch was an der Wand hier weiterbauen. Ich werde wahrscheinlich um die normalen Steine nicht hinkommen. Oder ich baue einfach Cobblestone oder Bruchstein halt, ne? Könnte ich mir machen. Und hier unser Batcave müssen wir auch noch ausbauen. Stimmt, hier haben wir auch noch unsere Meth-Küche. Kraxelt hier hoch. Das ist krass, ne? Wie wir unsere kleinen Wege wie so eine Ameise hier durch den Berg graben und an unseren ganzen Sachen entzücken. Wir entzücken, wenn wir unsere Sachen sehen. Ich habe hier noch einen normalen Stein, oder? Andesit. Was wird denn aus Andesit nochmal? Wahrscheinlich dieses weiße Diorit. Könnte auch Sand da hinsetzen. Warum eigentlich nicht? Ich probiere mal, ob ich was mit Sand machen kann. Ich nehme es mal mit. Und den Stein, den verarbeiten wir gleich weiter. So. Ich würde sagen, so langsam kann sich unser Häuschen sehen lassen. Haben viel Zeit, Liebe fürs Detail hier reingebracht, ne? Und das sieht man auch, glaube ich. Stein. Ich habe gar keinen Stein mehr, weil ich das alles verballert habe, ne? Ja. Wie sieht denn der Andesit aus? Der Asteroid. So. Kann man eigentlich lassen. Aber wenn, dann geht mir erstmal meine Diamantenaxt kaputt. Aber ich habe für Ersatz gesorgt. Als ich nämlich hier diese große Höhle gebaut habe, hier, die hier, tada, habe ich schon gemerkt, da könnte langsamer Schicht im Schacht sein. Oh, ernsthaft. So. Ja, das gefällt mir richtig gut. So muss das. Und ich habe nichts mehr davon. Gut, dass ich das gesehen habe. Kohle müsste ich noch hier immer genug drin haben. Sehr schön.
Sticks. Eigentlich kann ich, braucht dafür ja gar nichts. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Aber der Sinn war ja immer auch nie nie die Veranlagung in dieser Serie. Denn schon, denn schon. Vielleicht. Nee. Ich mag das nicht, wenn das so nah an der. Auch nicht. Weg. Weg, weg, weg. So. Mag ich nämlich nicht, wenn das so nah da dran ist. Muss auf jeden Fall verhindern, dass hier etwas langkräuchen kann. Weil wenn ich dann. Weil dieser Zaun hier ist ja quasi eine gute Verteidigung. Hier kommt ja eigentlich nichts durch. Kann ja nichts durchlaufen. Und wenn ich dann hier zumache. Ich würde sagen, das hier gehört auch noch mit zu meinem Reich. Kommt dann aber ein anderer Zaun hin. Den machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht noch ein anderes Gehege. Hauptsache, wir haben schon mal unser Bereich abgesteckt. Und unser Bereich soll hier lang gehen. Ich würde auch sagen, dass wir einfach mal, weil wir es können. Ja, ich würde sagen. Hier geht unsere Mauer lang. Das ist die Mauer. Die Frage ist, Mauer ist wahrscheinlich ziemlich mächtig, ne? Viel zu groß. Egal. Gucken wir mal, ob das irgendwas kann, ob das gut aussieht. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so richtig. Die sollte höchstens 2 hoch sein. Vielleicht wandert die Mauer auch einfach mit. Und wird immer kleiner oder so. Schauen wir mal. Nein. So. Müssen wir mal gucken, dass wir es machen. Ich könnte, ja, hier einfach eine Stufe hinsetzen, ne? Könnte, ja. Warum eigentlich nicht? Dann sieht die auch so ein bisschen fluffiger aus. Gefällt uns allen am besten, glaube ich. So. Brauche auf jeden Fall mehr Bruchstein. Schieb! Nein! Verdammt. So, ich habe weiter gebaut. Die Mauer muss weiter, die Mauer muss weiter. Ja, mir geht auch langsam der Stuff aus. So. Ja, ne? Kann man eigentlich was mit anfangen. Dann wird das hier vielleicht noch ein zweiter Stall, der dann hier so reingeht. Und dann habe ich hier alles voll mit Crap und Zeug. Finde ich gut, um ehrlich zu sein. Ja, das finde ich scheiße. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt hier zugebaut. So, da muss auch noch eine Stufe hin. So. Muss auf jeden Fall noch eine Tür hin. Vielleicht irgendwas Cooles. Müssen wir mal schauen, was wir daraus basteln. Aber hey, guck mal, wir entwickeln uns echt gut weiter. Hier kann ich noch viele kleine Wege hinbauen. Und dann, ich muss hier auch auf jeden Fall erstmal für Licht sorgen. Wenn ich schon nicht will, dass hier alles Mögliche spawnt, dann sollte ich hier erstmal provisorische Lichtquellen platzieren. Um auf Nummer sicher zu gehen. Gefällt nämlich niemanden, wenn hier alles gleich voll gespawnt wird. Ich hoffe, die Hühnchen verbrennen sich nicht an der Fackel. Das wäre ziemlich lame. Da unten muss ich aber auf jeden Fall noch was hinsetzen. So. Ja, hier muss auf jeden Fall noch eine Lichtquelle hin. Vielleicht baue ich mir hier auch so. Erstmal provisorische Lichtquellen, damit hier überhaupt ein bisschen Lightning herrscht. Oh, cool. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Hervorragend. So geht's natürlich auch. Ist sogar noch viel cooler, um ehrlich zu sein. Habt ihr mir ein paar Eier da gelassen? Ja, kann ich die eigentlich auch essen? Ich glaube schon, ne? Bestimmt. Aber viel besser für Hühnchen. Gibt's nämlich bald Chicken Breast Filet. Da habe ich richtig Bock drauf. Schmeißen wir nochmal. So. Ich habe irgendwie relativ viel Pech, aber es sind 12,5%, hattet ihr gesagt, ne? Ja, yeah, so viel Körner, da könnt ihr. Ich habe so viel übrig. Alter. Blub, 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 bling, 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 bling.
Einfach rechts gedrückt halten und hier alle durchfüttern. Mom, nom, 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 nom. Liebe! Niemand darf für mich! Liebe! Oh, da ist auch noch was. Oh, was seid ihr denn alle hergekommen? So, jetzt geht's ab hier. Alle nochmal schön füttern, damit ihr schön, schön schnell wächst. Alter, krass. Ja, das gefällt mir mit der Hühnerfarm hier. Läuft mit euch, Leute. Sehr geil. Wenn es dir gefallen hat, dann lass noch ein Däumchen da. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zusehen. Nein, zurück! Boah, kommt hier, hier lang, hier lang. Und zumachen. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.